Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Next Car Game Wreckfest. Wir schauen uns jetzt, nachdem wir die neuen Strecken der Destruction Derby Mods uns angeguckt haben, jetzt noch die beiden letzten, beziehungsweise eigentlich sind es ja drei, aber für die dritte hatte ich ja gesagt, brauchen wir ein paar extra Parts, weil der Umfang einfach dafür zu enorm ist. Wollte ich auch mal reingucken, ne? Was ist das nicht für ein Spannbügel? Naja, Japaner halt, ne? Wir werden uns, nein, damit nicht, die Strecke hier und die Strecke angucken und werden sie jeweils mal 10 Runden fahren. Warum? Werdet ihr gleich sehen. Ring Road. Ja. Oh, wo mit der Fuß super? Ich weiß nicht. Und da haben wir schon wieder dieses Bangers Ultimate 2. Also ich weiß ja nicht. Schleichwerbung. Auch wenigstens mal eine Kameraposition, die nicht das Leben unter der Strecke zeigt. Ja, das ist auch wieder so ein Oval. Da hatten wir jetzt eigentlich genug von. Hier ist aber so, dass es ein sehr kleines Oval ist. Und man darf die Wände nicht berühren, weil sonst hebt man nämlich ganz schön ab. Aber ich mag aus irgendeinem Grund diese Strecke sehr gerne. Aber halt demonstrieren, wenn man die Wand berührt, hat man dann so... Ja, man wird ausgebremst, man backt irgendwie ein bisschen weg. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder so. Und wird halt ein bisschen weggedrückt. Oder kann sich auch überschlagen. Ich weiß nicht warum, aber mir gefällt diese Strecke sehr. Ja, natürlich. Natürlich. Vielleicht liegt es an sowas hier. Die ist halt wirklich klein, die Strecke, sehr eng. Die Kurve neigt sich so ein bisschen. Und man darf halt, wie gesagt, die Seiten nicht berühren, weil sonst wird man ganz gerne mal ausgehebelt. Und das sorgt für ziemlich lustige Situationen. Wo halt wir eben gerade... Ja, auf jeden Fall, Mann! Ja! Wo sich das Fahrradfeld dann einfach mal dazu entscheidet, komplett durchzudrehen. Ja, gut, die Kameraperspektive können wir uns auf jeden Fall schenken. Oder? Oh nein! Da hat sich, glaube ich, gerade mein Auspufftopf verabschiedet. Komm, ich helfe dir mal. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja Kollegen, aber du bist ja der Europäer. Nicht der Japaner. Ups. Ja, das war was Kleines für zwischendurch. Ich weiß gar nicht, gibt es hier eine Reverse-Strecke von? Muss ich jetzt nachher nochmal gucken. Ich meine eigentlich nicht. Ich kann mich aber auch irren. Weil man kann ja auch in der Mitte fahren. Deswegen könnte ich jetzt gerade gar nicht sagen, ob es hier mehrere Versionen von dieser Strecke gibt. Ich wüsste aber nicht, warum man es nicht machen sollte. Eine Reverse-Version. Hier geht es ja. Es gibt Strecken, da geht das nicht. Oh, 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 oh. Lange hat sich das Feld aufgespalten, ne? Ich muss eigentlich mal langsam versuchen, ein bisschen ranzukommen, aber irgendwie ist die Karre dafür nicht gemacht. Yo. Ich weiß nicht, wie die das immer schaffen, aber sie schaffen es. Bleibt irgendeiner hängen und dann rumst das. Ja, dieser der American 4 wäre hier sehr gut. Weil der durch seinen Heckantrieb sich halt selbst um die Kurve schiebt. Bum, 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 bum. So, 9. Runde. Jetzt kommen wir in die 10. 4. Das ist doch schon mal eine andere Platzierung als in Vorpart. Wo wir echt wirklich widerlich. Also teilweise ja 21. Nein, geh weg! 24. Du Noob, Alter, geh weg! Bin ich 5. Super, danke auch dafür. Asien 1. $540. Ja, dann werde ich auch mal gleich wieder auf den hier wechseln. Natürlich in der schönen Bandit-Lackierung. Gefällt mir halt sehr. Und jetzt kommen wir mal zu der Geschichte hier. Und die Strecke, finde ich, ist auch wieder so ein Oval. Wie gesagt, diese Oval-Strecken, die nehmen langsam Überhand. Aber es ist auch wieder so ein Oval, welches ich echt geil finde. Weil innen, wie ihr sehen könnt, sind halt diese
Art Reifenstapel. Man soll es das, glaube ich, imitieren. Und wenn du dagegen fährst, dann schiebt es dich sowas von auf die Strecke zurück. Und das Chaos ist dann vorprogrammiert. Das braucht man gar nicht erzwingen, das passiert während des Rennens ständig. Und auch solche Geschichten. Ja gut, dann müssen wir direkt auf Platz 6 vorgemogelt. Oh! Ja, genau das meinte ich. Einmal noch kurz die Strecke ein bisschen zu sehr geschnitten. Und dann hebelt es sich komplett aus den Angeln. Und natürlich, du berührst die Wände außen. Also Berührung ist hier ganz gefährlich. Aber die ist momentan mit meiner Lieblings-Ovalstrecke. Allein, wie sind hier? Bumm, dieser. Oh, wow, wow. Wenn sie da reinfahren, das gibt schon sehr, sehr actionreiche Situationen und Momente, die du dann hast. Deswegen von mir auf jeden Fall ein Däumchen für diese Strecke. Mag ich. Jetzt, Kollege, zieh du dich einfach rüber! Ich fahr hier! Und wie man sieht, dieser Wagen ist für so eine Strecke sehr gut gemacht. Oh! Nein! Ja, zu viel, zu früh gefreut. Ja, hier ist leider schon rum. Bei Fahrhilfen auf Mittel geht das sehr gut. Ja, und da haben sich natürlich schon wieder die ersten ausgehebelt. Da können wir natürlich schon noch vorbeiziehen. Das ist jetzt nur ein 9. Oh, oh, oh. Meine Fresse, du. Hier wäre die Damage-Mods, glaube ich, ganz lustig. Aber ich habe halt. Im Video kannst du die halt nicht immer an- und ausmachen. Da musst du dich entscheiden, ja, machst du jetzt ein Video mit der Mod oder ohne? Weil du musst halt das Spiel jedes Mal neu starten, wenn du eine Mod aktivierst oder deaktivierst. Und ich, dann ist das mit dem Herzwitschen halt ein bisschen doof. 7. derzeit. Noch 4 Runden. Uiuiui. Hier könnte ich mir so ein Ausdauerrennen sehr gut vorstellen. Auch natürlich im Multiplayer. Oh. Ja, genau, natürlich war hinter mir einer. Oh oh. Nein! Nein! Warum musste das passieren? Oh! Alter! Ja, da bist du selber schuld, Kollege. Was fährst du auch so dicht innen? Heide Witzke. Oh, Innenkamera geht eigentlich noch. Oh, haben sie wieder nichts überschlagen. Auf jeden Fall eine meiner Lieblings-Ovalstrecken. Die alle schon wieder aussehen. Oh. Weil du bleibst halt hängen. Gibt keine Chance, dass du da irgendwie wieder rauskommst. Einmal zu dicht innen gewesen und... Ende im Gelände. Ich bin schon wieder 11. Ach komm. Ich bitte dich. Ja, der Race Ray. Auf jeden Fall runterladen, der ist cool. Dann machen wir jetzt noch. Hätte mir Bock, irgendwas mit dem Wagen zu machen. Weil, so lange ist der Part noch gar nicht. Ach genau, wollten wir nachgucken. Ne, es gibt keinen Reverse. Ja, wie gesagt, da muss ich echt noch mal ein eigenes Video zu machen, weil ich frage mich, ob die tatsächlich in Mache ist. Ob der da noch dran arbeitet. Ich meine, da muss auf jeden Fall noch mal dran gearbeitet werden. Also ganz perfekt ist diese Mod auf jeden Fall nicht. Das wäre auch ein bisschen komisch. Aber sie hat auf jeden Fall Potenzial. Was machen wir? Wollen wir da zum Abschluss noch einmal in Canyon fahren? Ne? Nur einfach so aus Spaß. Eben 2 Runden.
Ich kann euch nämlich auch nochmal detailliert auf die Änderungen hinweisen, die hier hinzugekommen sind. Ich hatte es ja im vorherigen Part schon einmal angesprochen, dass ich glaube, dass die was geändert haben. Allein schon wegen den Bäumen, welche mir überhaupt nichts sagen. Die wären mir auf jeden Fall aufgefallen. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, ob das tatsächlich neu ist. Aber auf jeden Fall wurde die Strecke ein bisschen umgeändert. Habt ihr das gerade auch gesehen, wie der da geflogen ist? Ne, das, Herr Kollege, das ist auf jeden Fall etwas, was man mit der KI nicht machen darf. Die wollen nämlich alle gleichzeitig dadurch. Dann kommt sowas dabei raus. Wupp, 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 wupp. Ja, nämlich auch jetzt hier, die Rampe hat er geändert. Die ist jetzt etwas länger. Der Absprung, damit der Wagen etwas, damit er nicht so weit nach hinten fällt. Aber natürlich hindert das Auto nicht daran, trotzdem nach hinten zu fallen und sich zu überschlagen. Aber es ist nicht mehr ganz so krass wie vorher. Und die Gegner kommen jetzt auch ein bisschen besser durch. Sondern mich allgemein, dass die KI mit den teilweise Streckenführungen, die du hier hast, überhaupt klarkommt. Also, das können andere Rennspiele nicht. Perfekt ist die KI zwar trotzdem noch nicht, weil die sollte sich halt auch selber zurücksetzen können. Aber an sich. Ach, die Schrecke. Oh, oh. Ja, und dann vorherigen Part schon mal angekündigt. Ich glaube, das kann man ja sogar sehen, ne? Dass er die Strecke hier ein bisschen deformiert hat. Sieht es aus, als wenn er Wasser liegt. Oder ob die ganze Straße spiegelt. Also, das ist jetzt weniger hübsch. Aber ja, er hat hier ein bisschen das entschärft, damit man nicht vor der Kurve nochmal einen vierfachen Salto hinlegt. Man kann es trotzdem provozieren, natürlich. Aber es passiert nicht mehr so extrem. Juhu. Und mittlerweile sind sie durchgekommen. Oh, 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 die Federung. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Gar keine Frage. Die Knautschzone des Jahrhunderts. Oh, meine Fresse. Ah, verdammt. Hier hat die Kurve gleich nicht kriege. Oh Gott, der war ja klar, dass er sich ja trotzdem noch mal überschlägt. Schaffst du, der sieht auch teilweise ein bisschen kurios aus von dem Wagen. Ups, nach vorne gucken, Julian. Oder? Man merkt schon irgendwo, dass es ein Mod-Auto ist. YOLO, oder? Ja, YOLO. Warum nicht? Oh, der Wagen ist ja, der hält ja was aus, ne? Er deformiert sich zwar wie Sau, aber an sich hält er es ja aus. Ich meine, wir sind jetzt, hinten haben wir gut orange, da sind wir auch gerade voll aufgeschlagen. Aber sonst nimmt er doch eigentlich relativ wenig Schaden. Und Stunts machen kannst du damit auch noch. Oh oh. Ziel immer so ganz komisch weit vorne. Ja, nochmal 2 Minuten. Aber ich denke mir, damit reicht das auch erstmal. Ja, das sind so die momentanigen Strecken, die ihr per Mods hinzufügen könnt. Können wir nochmal ganz kurz durchgehen. Und zwar, die finde ich gut, die finde ich besser. Da kommt mein eigenes Video zu, weil muss einfach.
Ja, jetzt hätten wir die neuen noch. Natürlich City Heat fand ich jetzt gut. Crossroads kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Da haben wir zuerst gespielt. Ocean's Drive war halt das mit der kleinen Verengung, war auch ganz nett. Aber den Rest hier, die hier fand ich jetzt, naja, nicht unbedingt so pralle. Simtox Bay fand ich auch nicht so super. Auch wenn halt, ja, diese eine Ecke, wo man halt um die Kurve fährt, wo man sich dann treffen kann. Auch wenn das schon sehr witzig ist, fand ich das jetzt nicht so geil. Ja, Speedway. Auch nicht so meins. Und The Bowl ist halt ein Derby. Wie das andere auch in einem anderen Setting. Naja, muss jeder selber wissen. Ja, dann war es das erstmal von mir. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwie alles hochzuladen, weil Internet ist halt gerade scheiße. Wobei, ich glaube, der Upload geht noch, aber Download ist halt zu kotzen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und wir werden uns dann im nächsten Breakfast-Part mal an die ultimative Streckenmod wagen. Und ich werde euch dann mal ein bisschen zeigen, das wird ein paar Parts dauern, bis ich das durchhabe. Hoi, 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 das wird ein bisschen Arbeit. Ja, dann wünsche ich euch weiterhin einen schönen Abend oder einen Tag oder Mittag oder was auch immer. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Haut rein!